Wir besuchen die Vermieterin Monika Wild. Hallo. Bei ihr wohnen Amerikaner aus Michigan für eine Woche. Monika Wild ist 76 und lebt alleine in ihrem Haus. Eines der Gästeschlafzimmer? Zimmer zu vermieten ist ihre neue große Leidenschaft. Es ist einfach auch für einen selbst interessant, wenn man dann Menschen vom anderen Ende der Welt trifft und die einem erzählen, wie sie leben und so. Immer öfter werden komplette Wohnungen dauerhaft als Ferienwohnung vermietet. Die Eigentümer machen damit gute Geschäfte. Teure Apartments werden noch teurer an Touristen vermietet. Durchgehend das ganze Jahr über. Doch das ist illegal und hat erhebliche Folgen. Denn schon jetzt finden Münchner kaum freie, kostengünstige Wohnungen. Die illegalen Vermietungen verschärfen den Wohnungsmangel zusätzlich. Wer sein komplettes Apartment mehr als 8 Wochen im Jahr vermietet, macht sich strafbar. Rudolf Stumpfoll vom Münchner Wohnungsamt ist alarmiert. Er vermutet, dass Profis hinter den illegalen Vermietungen stecken. Das ist eine Legende, dass es hier um Homesharing geht. Es geht um ein Geschäft. Ich habe ja nichts gegen Geschäfte, aber dann soll man es auch so benennen. Und wenn sie sich an Gesetze halten, an Vorgaben, ist es auch in Ordnung. Und das tun sie aber zum nicht unerheblichen Teil nach unserer Wahrnehmung eben nicht oder nur dann, wenn wir nachhelfen. Genau deshalb will die Stadt München Betrüger verstärkt bekämpfen. Ein Sonderermittlungsteam durchforstet Online-Portale wie Airbnb oder Wimdu, um dubiose Vermieter aufzuspüren. Wer dabei erwischt wird, eine komplette Wohnung dauerhaft zu vermieten, muss mit 5-stelligen Geldstrafen rechnen. Einmal hat die Stadt sogar eine Haftstrafe verhängt. Monika Wild hat bisher nur gute Erfahrungen mit ihren Gästen gemacht und möchte auch in Zukunft Zimmer in ihrem Haus vermieten. Sie kennt die Vorschriften der Stadt München und hält sich genau daran. Wenn man selbst in dem Haus oder in der Wohnung wohnt und lebt, dann kann man auch ständig ein Zimmer über Airbnb vermieten. Wichtig ist, dass man selbst 50% der Wohnfläche benutzt. Mit ihren Gästen aus Michigan unterhält sich Monika Wild gern. Sie hat ihnen sogar eine Stadtführung angeboten. Doch die beiden haben abgesagt, sie seien leider zu beschäftigt mit dem Feiern auf dem Oktoberfest.